Nassim Benimann, herzlich willkommen in München. Schön, dass Sie zu einem Kurzaufenthalt hier in unserer Stadt sind. Für alle Zuschauer, die ihn nicht so gut kennen, Nassim Benimann kam als junger Mann nach Deutschland, war, glaube ich, sehr empört über die Freizügigkeit der deutschen Gesellschaft. Ich habe gehört, Sie haben sich auch ziemlich radikalisiert dann, waren sogar kurz davor, Terroranschläge zu machen. Dann haben Sie mit dem christlichen Glauben Kontakt bekommen und sind dann im Laufe der Jahre zum Christentum sich hinbewegt und sind dann auch gläubiger Christ geworden. Meine erste Frage, wie geht es Ihnen zurzeit? Was machen Ihre Aktivitäten bei der Aufklärung über den Islam? Ja, ich bin zurzeit sehr viel unterwegs. Die Anfrage bezüglich der Wahrheit über den Islam, also was ist der Islam, wie ist der Islam wirklich, ist eine friedliche Religion, ist das eine radikale Religion, Islam, Islamismus, inwiefern sind diese beiden voneinander zu trennen? Diese Fragen sind aktueller denn je. Und ich habe wirklich alle Hände voll zu tun mit Aufklärungsarbeit und Vorträgen und auch überall Einladungen, darüber zu referieren. Ich freue mich darüber, denn ich sehe einfach, das Interesse ist vorhanden, wirklich mal die Fakten kennenzulernen. Und über die letzten Jahre gesehen, ist eine sehr positive Entwicklung dahingehend zu erkennen, dass eben einfach Persönlichkeiten aus der Gesellschaft in unterschiedlichster Art und Weise einfach auch auftreten und selbst ihre Stimme gegen den Islam in seiner Form und in seiner Darstellung erheben. Ja, und das ist sehr positiv. Also, Was ist das für ein Publikum, vor dem Sie da auftreten? Sind das hauptsächlich auch Organisationen und Verbände oder einfach nur auch ganz normales Publikum aus der Mitte der Gesellschaft? Sehr unterschiedlich, je nach Organisation oder auch Verband. Manchmal sind es christliche Gruppierungen. Je nach Veranstalter ist das Publikum auch entsprechend unterschiedlich. Das heißt also, ich habe das Vorrecht, eigentlich durch alle Gesellschaftsschichten hindurch zu gehen und meine Botschaft der Aufklärung zu verbreiten. Haben Sie auch mit Politikern zu tun? Weil wir haben ja überall das Problem in Europa, auf der ganzen Welt eigentlich, dass regierende Politiker Appeasement betreiben. Haben Sie da auch Kontakt und was machen Sie da für Erfahrungen? Ja, immer wieder. Und bei den Politikern stelle ich fest, dass es zwei verschiedene Haltungen gibt. Es gibt Politiker, die können sich das alles nicht so dramatisch bedrohlich vorstellen, weil ihnen einfach die Informationen und die Fakten fehlen. Und das ist etwas, was mich traurig macht und sogar verblüfft, ja, dass jemand ein Land regiert oder in entsprechender Position sitzt, aber nicht ausreichend oder nur einseitig über den Islam informiert ist. Oftmals informiert durch Muslime, die natürlich nicht die volle Wahrheit sagen. Auf der anderen Seite sehe ich ein taktisches Unwissen der Politiker, die mir dann sagen, im persönlichen Gespräch, Herr Benimann, Sie haben recht, wir sehen diese Dinge auch so, aber wir würden uns das niemals erlauben, das in der Öffentlichkeit so zu nennen, weil wenn wir es in der Öffentlichkeit so beim Namen nennen würden, wie Sie es tun, dann hätten wir die gesamte Presse gegen uns und unsere politische Karriere wäre damit beendet. Mit anderen Worten, da ist schon so viel Druck auf den Politikern, dass sie teilweise wider besseren Wissens einfach wegschauen müssen, weil sonst ihre Partei oder ihre eigene Zukunft gefährdet ist. Und das ist etwas, was mich wiederum nachdenklich stimmt, denn wir sind in Deutschland, in einem Land der Demokratie. Ja, wir haben auch mit diesen regierenden Politikern jetzt zu tun. Der Landesverband der Freiheit Bayern und die PI-Gruppe München, wir äußern ja recht klare Islamkritik, Islamaufklärung im Zuge unserer Kundgebung zu dem Bürgerbegehren gegen das riesige Islamzentrum für ganz Europa, was in München gebaut werden soll. Und ich habe hier den Halbjahresbericht des Verfassungsschutzberichtes und da steht zum Beispiel drin, die Freiheit Bayern und PI München spricht gläubigen Muslimen das Existenzrecht in Deutschland mit der Begründung ab, dass der Islam und nicht nur der Islamismus eine große Gefahr für unsere Gesellschaft sei. Ja, die Trennung Islam und Islamismus, was halten Sie davon? Eine Trennung, die es vor gar nicht allzu langer Zeit gar nicht gegeben hat, wie ich immer wieder sage. Denn die Elemente, die Islamismus erklären oder kategorisieren, sind definitiv Bestandteil des ganz normal gültigen Islams. Ja? Ich sage auf meinen Vorträgen immer, wenn Islamismus vom Islam zu trennen ist, dann müssen wir uns die Leitfigur, das Vorbild der
Prophet Mohammed, den müssen wir uns mal anschauen und müssen anhand bestimmter Kriterien festlegen, war er Islamist oder war er Moslem. Wenn also eine Unterscheidung da möglich ist, dann war Mohammed definitiv kein friedlicher Moslem, so wie es oft dargestellt wird. Und das sind nun mal Fakten, die sind historisch und theologisch unumstritten, sowohl in der islamischen Welt als auch in der christlichen Welt, sofern es bekannt ist. Also diese Unterscheidung gibt es nicht und die gab es nicht. Und es verblüfft mich immer wieder, dass man es versucht. Es gibt sicherlich friedliche Moslems, keine Frage. Aber sie sind nicht im Einklang mit dem vollen Bild des Islams. Und hochproblematisch, dass dieser kriegerische Mohammed, der Kritiker töten ließ, der selber tötete, dass der als zeitlos gültiges Vorbild im Islam weiterhin gilt. Ne? Richtig, ja. Also wie gesagt, man kann Islam und Islamismus keineswegs voneinander trennen, wenn Mohammed den Islam darstellt. Mhm. Dann geht es weiter in dem Bericht. Die Aktivitäten der Freiheit und von PI München zielen darauf ab, pauschale Ängste vor Muslimen als nicht integrierbaren Ideologieanhängern zu schüren und alle Muslime alleine aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit als Feinde des Rechtsstaates zu verunglimpfen. Also das ist natürlich auch entgegen der Realität, denn bei jeder Kundgebung sagen wir das Dutzend Male, es geht nicht gegen die Menschen, es ist eigentlich eine Aufklärung, damit die Muslime selber aus den Fesseln ihrer Ideologie herauskommen, die ja extrem gefährlich ist auch und die ein Integrieren in unsere Gesellschaft unmöglich macht. Welche Erfahrungen machen Sie so im Umgang auch mit Muslimen, wenn Sie über den Islam aufklären? Und gibt es da auch dann die Möglichkeit, dass Muslime auch dann da sich rausbewegen aus dieser Ideologie? Ja, zunächst mal möchte ich auf das eingehen, was Sie vorgelesen haben. Die Anklage an sich ist ja schon genauso pauschal wie die Pauschalität, die der Partei vorgeworfen wird hier. Nur nebenbei gemerkt, also das ist für mich auch nicht sachlich auf den Punkt gebracht und auch nicht differenzierend. Ja, man wirft also das Pauschalisieren vor einerseits, andererseits pauschalisiert man hier und das stört mich ein bisschen. Aber das nur nebenbei gemerkt. Aber im Hinblick auf die muslimische Gesellschaft ist zu erkennen, dass es zwei Trends gibt. Die einen säkularisieren sich immer mehr und distanzieren sich immer mehr vom Islam und die anderen radikalisieren sich immer mehr. Und es ist erstaunlich, dass man jetzt noch nicht mal nach außen gehen muss, also islamische Welt gegenüber der ungläubigen Welt aus islamischer Sicht, sondern Moslems untereinander bekriegen sich, weil einfach die säkularisierten, westlich aufgeklärten Moslems einfach nicht mehr mit diesem Bild des radikalen Islams klarkommen. So werden dann aus Sicht der radikalen Moslems die säkularen Moslems als Ungläubige beschimpft und bekämpft und in einigen muslimischen Ländern mittlerweile sogar im Zuge des Dschihads getötet. Die positive Entwicklung, die ich sehe, ist eben, dass die säkularen Moslems sich vom Islam distanzieren und etliche zum christlichen Glauben konvertieren. Und das gibt mir auch wiederum eine Hoffnung, wenn die Christenheit, ich sag's mal bewusst so, wenn die Christenheit die Augen vor solchen Wahrheiten wie der Bedrohung durch den Islam verschließt, so sind es dann wenigstens die Moslems, die konvertieren zum christlichen Glauben, diejenigen, die mir Hoffnung für die Zukunft geben. Das ist ja ein mutiger Schritt, ja, aus dem Islam auszutreten, denn der Prophet Mohammed hat ja gesagt, wer die Religion verlässt, den tötet als Dogma und dann sind ja all diese Menschen in Lebensgefahr, das haben Sie ja selber auch erlebt. Ich nehme an, mit Ihrer Familie dürfte es problematisch seitdem sein, ne? Ja, selbstverständlich. Also meine Konversion und ja, mein Weg zu Jesus hat mich sehr viel gekostet und ich glaube nicht mal übertrieben gesagt, mein ganzes Leben gekostet. Ich habe zu dem allergrößten Anteil meiner Familie überhaupt keinen Kontakt mehr. Zum engsten Familienkreis, nachdem es einen Bruch gab, gibt es wieder Kontakt mit unterschiedlicher Qualität, mal besser, mal schlechter. Aber insgesamt gesehen möchte ich einfach sagen, den Islam zu verlassen, ja, das ist ein sehr, sehr gewagter Schritt für jeden Konvertiten. Man verliert den Anschluss an die Gesellschaft, man verliert die Familie, man gerät unter Bedrohung innerhalb der Familie, man gerät unter Bedrohung durch die islamische Welt. Also es ist schon sehr, sehr hart teilweise. Und im Übrigen, ich glaube, nur die Konvertiten können wirklich nachvollziehen, wie der Islam ist, weil sie einfach den Islam kennengelernt haben und auch darin gelebt haben. Ja, da, wenn ich an mich selber denke als Beispiel,
mit manchen Aussagen über den Islam aus der christlichen Seite kann ich nur den Kopf schütteln. Einfach eine, ja, wie soll ich sagen, Aussagen, die da über den Islam getätigt werden, wie harmlos und friedlich das Ganze tatsächlich ist und eben Islamismus als entartete Erscheinungsform des Islams, das ist für mich nicht nur verletzend, ja, sondern es bringt mich auch dazu, dass ich wirklich den Kopf darüber schüttel, wie viel Naivität und wie viel Unwissen die Leute haben und dann sich für eine Sache einsetzen, die sie gar nicht kennen. Ein Gipfel dieser Naivität ist sicherlich auch das Verhalten der evangelischen Kirche, die Imame in ihre Kirchen einlädt, damit sie dort den Muezzin-Ruf vortragen können auf Arabisch. Was halten Sie davon? Also ich sage auch meinen Vorträgen zu diesem Punkt immer, das ist Hochverrat an Jesus Christus und am Evangelium. Ja. Weil ich kann sagen, der Islam in seiner Lehre und der Muezzin-Ruf und der Koran und all das, was im Islam vertreten und geglaubt wird, hat 0, nichts mit der Bibel zu tun. Wenn Christus als Weg der Erlösung gepredigt wird in der Kirche, so wird er als Weg der Erlösung und als Sohn Gottes im Islam verleugnet. Damit scheiden sich die Geister. Damit gibt es keine gemeinsame Grundlage für einen geistlichen Weg, den man gemeinsam gehen kann. Das heißt also, kulturell gesehen, keine Frage. Ja, gemeinsam Sportveranstaltungen oder Kulturveranstaltungen ist sicherlich möglich, aber wenn es um den Glauben geht, so ist der christliche Glaube in keinster Weise, und ich wiederhole, in keinster Weise mit dem Islam zu vereinbaren. Kommen wir zurück zum Verfassungsschutzbericht. Da steht also drin, die verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit der PI-Gruppe München und des Landesverbandes Bayern der Partei Die Freiheit wendet sich nicht gegen Personen einer bestimmten Herkunft oder Abstammung im Sinne einer rassistischen Minderwertigkeit. Das ist ja schon mal positiv zu sehen, dass das erkannt wird, sondern gegen Mitbürger islamischer Religionszugehörigkeit, unabhängig von deren Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus. Nicht zuletzt also auch gegen deutsche Konvertiten. Damit werden im Grundgesetz konkretisierte Menschenrechte, insbesondere die Menschenwürde, das Diskriminierungsverbot und die Religionsfreiheit verletzt. Ziel ist es, die Geltung dieser Grundrechte für Muslime, die aktiv ihren Glauben leben wollen, außer Kraft zu setzen bzw. zu beseitigen. Was halten Sie von solchen Formulierungen? Also da wird für mich einfach wieder zu wenig differenziert. Also soweit ich die Arbeit der Freiheit und auch von PI News kenne, es geht nicht darum, die Muslime anzugreifen und es geht nicht darum, jetzt die Persönlichkeitsrechte der Menschen in irgendeiner Weise anzugreifen oder absetzen zu wollen, sondern es ist definitiv die Ideologie des Islams, die geforderte Lebensform und Gesellschaftsform des Islams, die definitiv nicht mit freiheitlich-demokratischen Werten dieses Landes zusammenpassen. Die Werte im Islam und die Gesetze im Islam haben nichts mit den christlichen Werten und mit den, ich sag mal, juristischen Rahmenbedingungen, die es hier gibt, Grundgesetz und so weiter, zu tun. Und wenn jemand das so beim Namen nennt, dann wird er gleich als islamophob und als jemand, der die Moslems hasst und gleich ausweisen will. Und dann wird auch wieder so pauschalisiert Hetze gemacht gegen Menschen, die sich letzten Endes in erster Linie um Fakten einfach bemühen und Fakten darstellen, dass das Thema an sich nicht emotionslos gehen kann, ist jedem von uns bewusst. Also die Emotionen wird man hier nie ganz ausschalten können. Aber ich denke, dass es wirklich wichtig ist, einfach zu differenzieren. Also ich habe etliche Berichte auf PI News beispielsweise gelesen und ich kann nicht sagen, dass es hier um Beleidigung gegen Muslime geht oder dass die Würde des Menschen da in irgendeiner Weise missachtet wird. Ja? Hingegen der Islam und die Vertreter des Moslems, und das habe ich an der eigenen Haut immer wieder zu spüren bekommen, denen ist egal, welche Menschenrechte und Würde auch mir zu stehen, ja, wenn ich attackiert werde, wenn ich beschimpft werde, ja, wenn ich mit dem Tode bedroht werde, weil ich meine Religion gewechselt habe, nur weil Mohammed es so sagt oder gesagt hat. Ja, das ist im Prinzip, der Vorwurf geht in diese Richtung viel mehr, gilt in diese Richtung viel mehr als begründet wie umgekehrt. Ja.
Es ist ja auch hochinteressant in dem Zusammenhang, dass alle 57 islamischen Länder eine Menschenrechtserklärung unterschrieben haben, die unter Scharia-Vorbehalt ist. Ja, ja. Und da ist ja eigentlich schon das Ganze null und nichtig, weil im Islam ist ja der Ungläubige weniger wert. Ne? So ist es. Das ist auch das, was ich immer wieder versucht habe, einfach zu vermitteln. Ja, dass die Gesetze des Staates werden insofern anerkannt, sofern sie mit den Scharia-Gesetzen und mit den islamischen Gesetzen im Einklang sind. Wenn sie nicht im Einklang sind, dann werden sie nicht anerkannt, auch wenn es anders immer deklariert wird. Es gibt nun mal eine Takia-Taktik, die Taktik zur Verschleierung der Wahrheit für die Verbreitung des Islams. Und diese Taktik sieht nun mal vor, dass man sagt, wir erkennen demokratische Werte an, ja? Wohlwissend, dass sie gegen den Islam sind und faktisch gesehen nicht anerkannt werden.